Und damit begrüße ich euch zu einer weiteren Folge hier von Sim Airport. Ja, lang ist es her und wir bauen hier mal an unserem wunderschönen Flughafen weiter. Wir sind das letzte Mal stehen geblieben hier im zweiten Stock. Genau, wir haben hier den Security-Bereich gemacht. Und waren jetzt eigentlich im nächsten Schritt schon dabei, den ganzen Bereich nach dem Security zu bauen. Was kommt denn da so? Da kommt dann jetzt die ganze Shopmeile. Und nach der Shopmeile kommen sozusagen die Gates. Okay. Wie könnten wir denn das gescheit umsetzen? Ich mache erstmal hier eine Wand rein. So, das ist hier mal für Technik, weil ich habe ja auch gesehen, hier gibt es sowas wie Technik. Sorry, Elektrik. So. Ja, machen wir hier auf Go. Ja, wir bauen jetzt hier mal, ich hätte gesagt, auch wieder Klos und, ja, Klos, Einkaufsgeschäfte und so weiter. Muss erreichbar sein, direkt oder durch eine Tür. Oh. Ja, dann kriegst du natürlich hier einen Personaleingang. Hier gibt es auch einen Personaleingang, so. So, wie gestalten wir das jetzt? Da bin ich noch ein bisschen überfragt. Ich habe mir tatsächlich gerade überlegt, wir haben ja hier recht viel, was wir kaufen können. Ja? Wir könnten ja hier auch noch erweitern und so weiter. Aber ich hätte tatsächlich gesagt, so prinzipiell vom Aufbau her, wir lassen mal die Breite so. Und machen jetzt sozusagen, ja, nicht den ganzen Bereich, aber hier so eine Einkaufspassage wirklich, die Free Duty und kommen dann eigentlich, ja, da könnten wir eigentlich schon hier einen Teil von mitbenutzen, bauen wir ein bisschen hoch und runter, ja, und da machen wir sozusagen dann die ganzen Gates hin. Das heißt, wir haben nachher hier unsere Start- und Landebahn, genauso könnten wir dann hier oben noch eine machen und hier unten. Aber das ist jetzt mal so vom groben Aufbau her mal das, was ich jetzt so, ja, sagen würde, das passt eigentlich ganz gut. Vertreter der Fluggesellschaften werden hier in Empfang genommen. Der Zutritt für normale Passagiere ist untersagt. Dies gilt auch für die sich dahinter befindlichen Bereiche. Ah. Oh. Das könnte man prinzipiell ja auch hier rein machen. Wir bräuchten ja dann auch wieder neue Büros und so weiter. Das könnten wir ja mal hier so machen. So, dann machen wir hier die ganzen Büros. Und jetzt ist die Frage, muss der Raum geschlossen sein? Oder nicht? Das ist halt eine verdammt gute Frage. Türen rein. So. Was ist, wenn ich jetzt hier Besucherempfang hinmache? Der Bereich benötigt angrenzend mindestens eine sichere und eine nicht sichere Zone. Dies benötigt Zugang zu einer Ankunftszone oder einer Stadtbahnhaltestelle.
Okay. Dann macht man das doch wieder weg. Keine Ahnung. Was gibt's denn noch? Kaffee, ja, das wollen wir nicht. Erste Klasse Lounge, das machen wir nachher. Was ist das hier? Geschlossener Raum mit einer Tür, erforderlich Mindestgröße von 5x5. Füge eine Lounge für Flugbesatzungen hinzu, in der sie sich privat entspannen und auf ihre Flüge warten können. Aha. Okay, dann machen wir das doch mal. Ja, ich baue jetzt hier. Nein, ich baue hier jetzt Wände. So, ich mache hier mal 1, 2, 3, 4, 5. Das kann ich eigentlich auch gleich hier mit den Böden machen. Ja. 6 breit. So. Dann kommen hier mal hin. Eine Wand, die ist 18 lang. So. Und dann machen wir hier mal Geschäfte rein. Sind eigentlich immer recht offen, was das angeht. So und so. Wie viel haben wir denn jetzt hier dazwischen? 19. Das passt ja perfekt. Wenn das 19 sind, dann machen wir 9. Und sozusagen hier ist dann die nächste Abtrennung. Müsste ja hier dann genauso sein. Ja. Also 9, 10. Hier ist die Abtrennung. Dann. Lang gemacht, ne? So. So machen wir das mal. Und ihr braucht ja eher einen geschlossenen Raum, habt ihr gesagt. Flugcrew-Mindestgröße, okay. Dann machen wir das mal so. Und hier machen wir mal die erste Klasse-Lounge. So. Benötigt geschlossenen Raum. Und dann kriegt ihr halt hier eure Türen. Sektor cannot be vacated. Aha. Oh. Was können wir denn hier in den großen Bereich reinmachen? Da könnten wir doch sowas machen wie ein. Was ist denn ein Fahrsteig? Wo war denn das gerade grün? Das war doch gerade irgendwo grün. Hier. Hä? Was ist denn ein Fahrsteig? Erzeugt und erweitert Fahrsteige. Um den Flughafen bewegen können. Okay. Diese Position nicht anwendbar. Diese Position nicht anwendbar.
Hä? Warum heißt das Fahrsteige? Ich hab's noch nie als Fahrsteige gehört. Was habt ihr jetzt? Sector cannot be vacated. Steht das über? Ja, weil ich ja da unten noch geschlossen habe. Ja, das macht Sinn. So, wir brauchen mal Objekte. Verkauf. Oh Gott. Erstmal brauche ich mal eine große Bar. Nee. ich brauche erstmal eine Kasse hier. Blub, 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 blub. So. Halt. Verkauf. Oh, so, dann machen wir Bücherstand. Noch ein Bücherstand. Ah, der Bekleidungsstand. Ja, hier Apotheke. Mehr Apotheke. Oh, noch mehr Apotheke. Elektronikautomat. Getränkeautomat. Große Bar? Nee. Kaffeestand? Nee, eigentlich. Kleiderstand. Ja. Eine, zwei. Lebensmittelautomat. Was ist denn das, was vorne steht? Make-up-Stand? Oh. Make-up ist eigentlich hier so immer in der Mitte irgendwie. So. Nochmal ein Make-up-Stand. So. Schmuckstand. Ich weiß nicht, was da alles gibt. Noch ein Schmuckstand. Und noch ein Schmuckstand. Und ein Schuhstand. Und noch ein Schuhstand. Und. Hier noch ein Schuhstand. So, was haben wir noch? Snackstand? Nee. Souvenir? Oh, ja, Souvenirs gehen immer. Noch mehr Souvenirs. Und hier auch nochmal Souvenirs. Hier an die Kasse auch nochmal. Nochmal Souvenir. Ja, hier. Und hier. Und hier Souvenirs. Superfood Kiosk? Nee. Sushi-Stand. Das müssen wir auf jeden Fall bauen. Süßigkeiten-Stand. Darf auch nirgends fehlen. Ganz, ganz wichtig. Zeitungskiosk? Ja, wieso auch nicht? ATM in Wall. Ist immer geil. Da gibt auch noch ATM, damit ihr auch ja schön viel Geld ausgeben könnt. Money Change Bank Desk. Ja, ich habe eine Idee. Sehr gut. So, jetzt Verkauf. Hier, Money Change. Einreißen. Ey! Oder löschen. Je nachdem. So. Und dann machen wir hier einen Money Change. Oder vielleicht auch zwei. So. Was brauchen wir hier?
Zwei mehr werden benötigt. Alles klar, hier. So, können wir hier noch irgendwas machen? Zweimal Verkäufer, ja, hab ich doch. Deko, Kaffee. Ah, ja, Kaffee, ja, okay, okay. Komfort. Außenlicht. Hä? Fett. Oh, Mülleimer. Ich vergesse immer diese scheiß Mülleimer. Ich vergesse immer diese blöden Mülleimer. Das gibt's doch nicht. Geldautomat. Achso, haben wir ja in der Wand. ja, hier, ihr kriegt jetzt hier mal ein paar bequeme Sitze hier. Na? Ja, das ist eine ungerade Anzahl, das geht natürlich nicht. So. So, dann machen wir da mal noch Automat Plus. Auf jeden. So. Geldautomat, Getränkeautomat darf hier natürlich nicht fehlen. Lebensmittelautomat auf jeden. Und ein Rennsimulator. Ja, von mir aus. Nee. Warum machen wir es so? Rennsimulator. Alles klar, so was fehlt hier. Muss in ein funktionierendes Geschäft. Ja. Das kriegt ihr natürlich. Was? Cannot be. Okay. Ja, das ist von einem funktionierenden Geschäft sein muss. Das ist. Ja, klar. So, also. Das haben wir. Das haben wir. WCs. Ja. Na, dann machen wir mal. Bla bla Böden. Böden, da habe ich jetzt den. Yes. So, machen wir das hier mal 8 breit. So, so. Löschen, wenn es gebaut worden ist. Na, okay, gut. So, dann. Was ist denn jetzt? Was wird denn noch benötigt? Es fehlen Mitarbeiter in folgende Personal 2. So, für hier. Oder? Yes. Gut. Gut, gut, gut. Dann könnten wir... wir könnten... hier nochmal Toiletten bauen. Perfekt. Hier Toiletten.
können wir denn hier hin machen? Tja, schauen wir dann mal. Ja, dann setzen wir hier doch nochmal eine Wand rein. So, hoch. Toilette. Was ist das? So, ohne das. Ne, das wäre nicht. Bisschen arg groß die Toilette, oder? Dann machen wir hier WC Herren und WC Damen. Dann geben wir dem noch schöne. Wo sind die Böden? Ich bin zu doof. Hier. Dann geben wir dem noch schöne Böden rein. So. Im Geschäft müssen wir auch mal noch. Was ist denn so Holzoptik? Der Lorsch. Stein. Teppich. Und hier auch Teppich. So. Gut. Gut, ja. Fußboden. Machen wir mal so. Ja, das sieht gut aus. Und hier müssen wir dann noch schauen, je nachdem, was wir reinbauen. Ja, das ist ein Personaleingang. Ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst mich gerne wissen. Ansonsten sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao.